US-Angehörigen bitten, sich hier zumindest ausnahmsweise mal an deutsches Recht zu halten. Liebe Freundinnen und Freunde, aber wir wollen uns wieder unseren inhaltlichen Themen zuwenden. Es ist ja so, dass auch Teile der Sozialdemokratischen Partei sich immer noch der Friedensbewegung verpflichtet fühlen, so zum Beispiel die SPD-Stadträtin Petra Negendank aus Bad Windsheim. Was ist mit dem Teddy? Oder sind die Amis da drüben? Nee. Ich möchte aber die Frau, die Petra Negendank heute auch entschuldigen, weil sie ist erkrankt. An ihrer Stelle wird der André Fitzum vom BI-Vorstand ihr Grußwort von der SPD vorlesen. Einen schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen ganz kurz noch die Frau Petra Negendank vorstellen. Sie ist SPD-Stadträtin und sie ist eben Bürgerin der Stadt Bad Windsheim. Wie sie sagt, im einzigen Heilbad mit Badstatus in Mittelfranken, aber mit einem zusammenhängenden Truppenübungsplatz in der Luft und das 12 Monate im Jahr. Ich zitiere jetzt die Rede. Militärische Kampfhubschrauber der US-Armee üben ihre Angriffsszenarien in und um Illesheim im gesamten Aischgrund. Und das Perverse daran ist, dass sie uns Bürger als menschliche Übungsziele missbrauchen. Wo steht geschrieben, dass diese Kampfhubschrauber über bewohnten Gebiet fliegen müssen? In einer Armeezeitschrift wurde berichtet, dass diese Hubschrauber in anderen Wäldern mit einer anderen Vogelwelt trainieren müssen. Geht's noch? Diese Gründe sind für Frau Negendank Fake News. Der wirkliche Grund ist, in den USA dürfen sie nicht über bewohntes Gebiet fliegen. Bei uns haben sie Narrenfreiheit. Dazu eine Äußerung eines Oberst. Flugkorridore wurden von der Bundesregierung vorgegeben, weil es die USA so wünscht. Und unsere Politiker kuschen. Ein ehemaliger US-Oberkommandant in Europa, Generalleutnant Hertling, hat in einem Gespräch mit der FLZ in Ansbach erklärt, die US-Armee sei in Ansbach und Illesheim, um für Kriege zu üben und nicht um in Gaststätten Bier zu trinken. Braucht es da noch einen Kommentar? Als Mutter von 2 erwachsenen Kindern möchte Frau Negendank sich von Ihnen und anderen Kindern dieser Welt später nicht nachsagen lassen müssen, warum hast du diesem unsäglichen und unsinnigen Aufrüsten und dem Säbelrasseln wortlos und tatenlos zugesehen? Seit 2009 unterstützt sie nun die BI jetzt langt mit allen ihren möglichen vom Grundgesetz gegebenen Rechten und Möglichkeiten. Sie ist für die Bürgerrechte auf die Straße gegangen und auch für andere Dinge, beispielsweise Atomkraft, Stationierungsabsichten von Cruise Missiles, Wackersdorf, um gelebte Demokratie und Zivilcourage zu zeigen. Nun ist es endlich auch an der Zeit, dass viele unserer gewählten Volksvertreter, die irgendwann einmal einen Eid abgeleistet haben zum Wohle des Volkes, ihre so oft von uns dem Souverän geforderte Zivilcourage zu zeigen und unsere Rechte auf körperliche Unversehrtheit endlich zu schützen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Stellvertretend an die Petra Negendank von der SPD. Das wäre es hier von der Warm-up-Kundgebung. Ich bedanke alle, die hier hochgekommen sind. Es sind rund 100 Menschen. Ich finde es klasse, dass ihr auch hier den Weg vor die US-Kaserne gemacht habt. Ich finde es wichtig, dass wir auch immer in den Ansbacher Ostermarsch diese Kundgebung mit einbeziehen. Und ich hoffe und ich lade euch herzlich ein, auch unten mit dabei zu sein. Um 15 Uhr geht es weiter mit einer Kundgebung am Martin-Luther-Platz, unter anderem mit unserem Bundestagsabgeordneten Harald Weinberg. Anschließend gibt es dann den Ostermarsch rund um die Innenstadt. Herzlichen Dank für euer Kommen und hoffentlich bis später.